habe ich Ihnen im letzten Jahr doch ein Video geliefert mit dem provokanten Titel Nie wieder Unkraut. Ja, weiß ich, war provokant. War ja auch der Sinn der Sache. Und da habe ich Ihnen von meinem Versuch berichtet, oder habe ich Ihnen berichtet, wie ich diese Dinger hier, diese Mulchfolien, fertig mache mit den entsprechenden Löchern. Da drin auf die entsprechende Entfernung, wo ist jetzt eins, hier so, wie ich die da reinbrenne. Und ich bin Ihnen noch schuldig, wie sich die ganze Geschichte nun letztendlich bei mir gemacht hat. In diesem Video geht es darum, ob ich diese Folie wiederverwerten würde oder ob es da Abstufungen gibt, wie sich die ganz generell bewährt hat. Bleiben Sie mal dran, das wird bestimmt wieder spannend und lehrreich. Tja, das Ergebnis ist zugegebenerweise, bin ich da zwiegespalten. Es hat sehr positive Effekte gehabt, bei einigen Kulturen, bei anderen nicht. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Hier zum Beispiel, wo die Bahn gelegen hat, hat das super funktioniert, das war Mais. Ich zeige Ihnen jetzt mal den Untergrund hier, da ist nicht ein Fitzelchen nennenswert an Unkraut gewachsen. Hat prima funktioniert bei der Kultur Mais. Eine sehr wuchsstarke Kultur hat kaum ein Unkraut eine Chance gegen gehabt. Also man sieht, da hat überall die Maisstoppeln, die dann noch in der Erde hängen. Kein Unkraut. Gut, diese Stelle hier ist auch noch nicht so belastet mit Ackerwinde, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ackerwinde oben in der Infobox ist noch nicht so belastet. An anderen Stellen sah die Sache anders aus. Kommen wir direkt zu einem weiteren Problem, was ich mit diesen Folien gehabt habe. Ich habe die teilweise aufgeteilt in mehrere Kulturen. Das war ein großer Fehler. Auf der Bahn zum Beispiel, wo der Mais gestanden hat, habe ich auch Mangold gepflanzt. Jetzt hat das allerdings einen großen Denkfehler bei begangen. Mangold ist eine Kultur, die steht viel länger und Mais ist irgendwann abgeerntet, da ist dann nichts mehr. Der Mangold kann ja noch wesentlich länger stehen und selbst wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich im Frühjahr hier noch ordentlich ernten. Hat also zur Folge gehabt, dass ich die Folie nicht abnehmen konnte oder hätte sie höchstens aufrollen können. Ein grober Batzer. Bei dem Mangold kann man das zum Beispiel prima sehen. Der hat die Pflanzlöcher, die ich da reingeschnitten habe, komplett ausgefüllt. Er dehnt die sogar noch weiter aus hier. Da ist also so gut wie kein Unkraut durchgekommen. Aber eben wie gesagt, gemischt war ein großer Fehler. Kulturen, die länger stehen, Kulturen, die nicht länger stehen, nie auf eine Folie, macht die Sache nur kompliziert. Die ideale Variante wäre gewesen, eine Kultur pro Bahn. Jetzt ist das natürlich auch immer das Problem, irgendwo überschreitet das dann die Menge dessen, was man letztendlich braucht. Aber das wäre eine Sache, die würde ich so nicht nochmal machen. Eine Kultur auf einem Streifen und wenn die abgeerntet ist, kann man das Stück anderweitig benutzen. Was die Sache natürlich für Leute interessant macht, die damit ihr Geld verdienen. Ich meine, wenn ich das verkaufen muss, dann muss ich einen Haufen Salate oder einen Haufen Zwiebeln oder was auch immer, Bohnen, die da stehen, gleichzeitig reif werden haben. Ist ja nicht wie bei Selbstversorger, der nicht für den Markt produziert, sondern nur für sich selbst. Da sind dann diese Flächen dann doch teilweise ein wenig zu groß gewesen. Bei dieser Mangoldsorte, die hier noch steht, ist das noch eklatanter. Man sieht das, was für riesen Wurzeln da draus geworden sind. Das ist jetzt eine kleine, was für riesen Wurzeln da draus geworden sind, die Löcher komplett gesprengt haben. Das meine ich übrigens mit unterschiedlichen Abständen und unterschiedlichen Größen. Hier hatte ich 30 cm Abstand gewählt und hier auf der Stelle haben Zwiebeln gestanden, da war der Abstand wesentlich kleiner.
Wobei ich also auch bei dieser Bahn das Problem habe, dass da Kulturen noch stehen oder hätten länger stehen können, während die anderen abgeerntet waren. Und bei den Zwiebeln hatte ich noch ein anderes Problemchen. Das Jahr, in dem ich diesen Versuch hier gestartet habe, in größerem Stil, das war ein sehr feuchtes Jahr. Hier, 2021, war sehr nass. Von den ganzen Zwiebeln, die hier gestanden haben, sind also mindestens schon die Hälfte bei der Ernte verfault gewesen, weil es so einfach nur nass war. Und da hat das Vlies mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetragen, weil darunter ist es immer nass. Und ein weiteres von den restlichen Zwiebeln, die ich da geerntet habe, die ist die Hälfte noch im Lager verrottet. Da habe ich also so gut wie kaum was von mitgenommen. Also das war keine positive Idee. Und die Zwiebeln, die waren gar nicht wuchsstark genug. Da kam so viel Unkraut zwischendurch raus. Klappte so nicht. Hier stehe ich vor einer Fläche, die war auch komplett abgedeckt. Man sieht, da wächst ja so gut wie gar nichts, was da irgendwie nicht hingehört. Das hat prima funktioniert. Das waren aber auch allesamt Kulturen, wo nicht so viele Löcher waren. Also wo vielleicht jeden Meter oder jeden halben Meter ein Loch war. Wie bei Kürbissen, da hatte ich eine Bahn, da war nur jeden Meter ein so eine Öffnung. Da war die größte Fläche war bedeckt mit Vlies, da hat das ganz gut funktioniert. Also bei diesen extrem wuchsstarken Pflanzen, Kürbis, auch bei Bohnen hat es ganz gut funktioniert. Melonen, Gurken, all diese Sachen, wo wenige Pflanzlöcher auf der Bahn sind und wuchsstarke Pflanzen wachsen. Tolle Angelegenheit, würde ich jederzeit wieder machen. Das war jetzt hier ein so ein Streifen, der zwischen diesen Bahnen war, völlig verunkrautet mit was weiß ich auch immer. Und hier auf der Seite, da ist nichts. Diese ganzen Bahnen, die hier lagen, die habe ich vor kurzem erst im nächsten Jahr da runtergenommen. Habe da jetzt eine Stelle, wo der Spargel wächst, mit abgedeckt. Weil all diese Dauerkulturen, habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, die sind auf lange Sicht nicht unkrautfrei zu halten. Aber hier kann ich das durchaus empfehlen. Da ist ein Stückchen, was ich hier jetzt großflächig abgedeckt habe. Ich hoffe, dass ich zumindest, bis dass der Spargel anfängt zu wachsen, da ein bisschen das Gras und das Unkraut unterdrücke. Wenn man ja so sieht, was sich im Laufe der Zeit auf Flächen ansammelt, die nicht bearbeitet werden oder wo irgendwo Gründüngung drauf gestanden hat, da sieht die Sache schon viel kritischer aus. Vor allen Dingen Gras. Das ist sehr schwer im Frühjahr kaputt zu kriegen. Oder auch hier gut zu sehen, wo die Parzelle mit der Gründüngung stand. Übrigens über die ganze Fruchtfolgegeschichte habe ich Ihnen schon mal ein Video gemacht. Auch oben in der Infobox. Irgendwann, wenn im Frühjahr oder wenn im Sommer die Gründüngung zu Ende ist, da kommt wieder alles Mögliche raus, was da letztendlich nicht hingehört. Und das ist die Problematik, der ich jetzt im Frühjahr gegenüberstehe. Wie kriege ich das wieder hin? Wenn die ganze Fläche nur voll Gras ist, aber diese Problematik habe ich ja in jedem Jahr. Also über die Gartenvorbereitung habe ich Ihnen auch schon in jedem Jahr Videos gemacht. Das aus dem letzten Jahr mit dem Traktor, auch oben in der Infobox. Jetzt gehen wir mal hinten an eine Stelle, wo es absolut im Desaster geendet ist. Die Bahn, vor der ich jetzt stehe, da hatte ich auch verschiedene Kulturen, verschiedene Abstände gewählt für verschiedene Kulturen, war ein großer Fehler. Eine der Kulturen war Kohlrabi, da gibt es irgendwann noch ein Video zu. Da war der Abstand wesentlich kleiner. Und auf der anderen Hälfte von dieser Bahn habe ich dann Kohlköpfe gepflanzt. Ja, Wirsing, also die groß wurden. Bei Kohlrabi war es grauselig, weil die Stelle ist mit Wurzelunkräuter, vor allen Dingen Ackerwinde, völlig durchseucht. Also wenn ich das noch finde, ich zeige Ihnen das hier oben in der Infobox, was das für ein Trauerspiel war, würde ich nie wieder machen. Also da habe ich mir mit Sicherheit keinen Gefallen mitgetan.
Die Bahn war völlig für die Katz. Kleiner Lochabstand für die Kohlrabi. Und wenn wir hier weitergehen, ein viel größeren Abstand für die Kohlpflanzen, die hier so gestanden haben. Ich habe da teilweise wirklich dicke Büschel von Ackerwinde unten rausgeholt. Also ich habe die einmal, nachdem die Kohlrabis abgeerntet waren, habe ich dann das Vlies runtergenommen, zumindest aufgeklappt, habe darunter büschelweise dicke Ackerwinden-Geschichten rausgeholt. Ich bin ziemlich sicher, das macht sich mit allen anderen Wurzelunkräutern auch. Was gibt es da noch? Distel und was da alles in der Erde rumflitzen kann. Griechische Hahnenfuß oder sowas, da haben sie keinen Spaß mit. Das hat die Folie teilweise wirklich nach oben gehoben. Ein Desaster. Also auf Flächen, wo sie Wurzelunkräuter haben, hilft das nichts. Also so dicht können sie das gar nicht einpacken. Dann hätte ich wirklich jetzt einen Kohlstrunk, ja, der ist dann vielleicht so dick. Ja, und rundherum ist immer noch Platz. Und glauben Sie mir, so ein Wurzelunkraut, so eine Ackerwinde, die findet die kleinste Ecke. Bei dem Mangold, der hat dann irgendwann das Ding zugemacht, das Pflanzloch. Aber bei den Kohlrabi oder bei den Kohlsorten, die haben dann nur so einen kleinen Stiel. Und Ackerwinde en masse. Also wo ich meine, wo sich das auch nicht besonders gut bewährt hat, das war jetzt ein Streifen, da haben nur Blumen drauf gestanden. Die standen von Anfang des Jahres bis, habe ich einfach liegen lassen. Die Folie ist jetzt so verwachsen da drin, das sind so viele, ja, wie soll ich sagen, Pflanzen durchgewachsen durch die Folie. Ich glaube nicht, dass ich mir damit einen großen Gefallen getan habe. Es funktioniert mit dem Vlies, wenn Sie keine Wurzelunkräuter haben, eine Kultur darauf anbauen und danach wieder abräumen, da ist das prima. Möglichst noch eine schnell umlaufende Kultur wie Kohlrabi oder Bohnen, die auch nicht allzu lange stehen. Da klappt das. Ich guck mal nach, ob ich die überhaupt rauskriege hier. Ja, das geht noch ganz gut. In grünem Zustand hätte ich das mit Sicherheit hier nicht rausbekommen. Jetzt, wo das ganze Zeug kaputt gefroren ist, jetzt geht's. Wobei ich übrigens keine Probleme mit Wühlmäusen darunter hatte. Das ist erstaunlich. Also man sieht nirgendwo auf diesen ganzen Flächen, wo das gelegen hat, irgendeinen Wühlmausgang. Auch hier hatte ich jede Menge Probleme mit Ackerwinde und Wurzelunkräutern. Jetzt sind die natürlich alle nicht zu sehen. Aber glauben Sie mir, wie die Blumen hier standen, da habe ich die gesehen. Und werde ich jetzt mit dieser Folie zumindest versuchen, hier eine Ecke fürs Frühjahr halbwegs vorzubereiten. Hier soll alles drunter eingehen, damit ich hier demnächst was neu anbauen kann. Ja, ganz hat es nicht gereicht. Ich gehe noch eine zweite Bahn holen, tue ich gleich auch noch darüber. Aber ich denke mal, die Zeit wird nicht ausreichen, um das darunter wirklich niederzumachen. Das haben wir jetzt letzten Tag im Februar. Eigentlich sind in 3 Wochen, müsste das schon wieder fertig zur Aussaat sein. Aber auf dem Streifen haben Blumen gestanden, meines Erachtens nach. Oh, der Junge. Muss alles weg.
bei einer Kultur abgeräumt wird, wie Mais oder Kohlrabi, wäre das natürlich wesentlich einfacher, das Vieh da irgendwie rauszukriegen. Ich will ja auch nicht die Löcher zerreißen da drin, die ich da so mühselig reingebastelt habe. Wird übrigens eine der ersten Aufgaben sein, wenn es jetzt ein bisschen trockener ist, dieses ganze Zeug, was hier noch rumliegt, mit dem Rasentrimmer klein zu machen. Also man sieht, auch durch dieses Vlies kommen Pflanzen durch. Die Natur ist unglaublich stark und unglaublich erfinderisch. Aber nun gut, ich muss sie ja jetzt nicht mit dem Vlies hier langweilen, ging nur darum zu zeigen, dass Dauerkulturen jetzt wie oder Kulturen, die ein ganzes Jahr über drauf stehen, nicht unbedingt ideal sind. Ja, es sind noch eine Menge Löcher, die da, wo noch Licht reinkommt, aber besser als gar nichts. Aber es wird nicht viel bringen. Kommen wir zum Fazit. Ich gehe mal hinten rüber, setze mich mal hin. Weil das ist ja sicher das, was sie am meisten interessiert. Ob die Verwendung von solchen Mulchvlies letztendlich irgendeinen positiven Nutzen in ihrem Gärtchen oder von mir aus auch im Selbstversorgergarten produzieren kann. Also ich fasse nochmal zusammen. Wurzelunkräuter kriegen sie damit nicht weg. Das ist kontraproduktiv. Die selbst durch das bisschen Licht, was da durchkommt und durch die Löcher, wo dann was rauswächst mit der Ackerwinde, kriegen sie damit nicht unter Kontrolle gehalten. Also wenn sie einen wurzelunkrautfreie Fläche haben, super Geschichte, können sie das machen. Zweitens, definitiv nicht mischen. Kulturen mischen, welche die engen Abstand haben, weiten Abstand haben, die länger stehen, die kürzer stehen, auf gar keinen Fall. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das bei den Mengen, die man im normalen Hausgarten benötigt, ob das überhaupt Sinn macht, so ein Vlies zu benutzen, nur um der wenigen Minuten Arbeit, die Sie sich damit ersparen. Jetzt habe ich ja nun einen großen Garten. Und wenn Sie jetzt Ihre 100 Quadratmeter hinterm Haus haben, ich glaube nicht, dass Sie da solche Fliese benutzen. Also diese kleine Fläche lässt sich locker mit der Hand unkrautfrei halten. Da braucht man kein Unkrautvlies. Für Leute, die damit ihr Geld verdienen müssen, tolle Angelegenheit. Also wenn sie eine Kultur haben, was weiß ich, 50 Meter, nur Salat auf so einem Streifen, 3, 4 nebeneinander, die dann auch alle gleichzeitig abgeerntet werden, dann können sie wieder mit der Maschine darüber fahren oder was auch immer, was sie da machen. Nächste Kultur drauf, tolle Angelegenheit. Ich jedenfalls werde das für so Kulturen wie Zwiebeln mit Sicherheit nicht wieder benutzen. Alles, was zu viele Löcher, also wenn Sie da letztendlich ein Fünftel der Fläche durch Löcher ausgestanzt haben, dann bleibt so viel Platz für Unkraut, da durchzukommen. Ich werde es wieder benutzen bei Kürbis, Melonen, hier Einlegegurken oder dergleichen. Alles, was groß wächst, wo nur pro Meter so ein Loch da ist, da werde ich das weiter benutzen. Ich habe auch keinen besonders negativen Effekt mit Schnecken gehabt. Es waren Schnecken da, aber also es ist zumindest nicht so negativ aufgefallen, als dass ich meine, es wären mehr gewesen als in den vergangenen Jahren. Vielleicht kommt das ja in diesem Jahr raus. Also für die großen Kulturen werde ich das wieder benutzen. Für die kleinen mit Sicherheit nicht. Ich hoffe, Sie konnten irgendwas aus dieser ganzen Geschichte hier mitnehmen. Benutzen Sie auch solche Fliese? Oder haben Sie gar meinem Video getraut, wo ich gesagt habe, nie wieder Unkraut, und haben sich das auch angeschafft und machen jetzt die gleichen Erfahrungen. Lassen Sie mich mal wissen, rein unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten, Like-Button drücken,
Wenn Sie mal wieder was bei dem Kollegen von Self Bio, dem Sascha, kaufen, in seinem Shop Burago, machen Sie doch über einen meiner Links da unten, über den Link da unten, dann helfen Sie Ihren beiden Lieblings-YouTuber ein bisschen unter die Arme. Würde mich freuen. Ansonsten, in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.